Im Boden existiert ein Reich an oft mikroskopisch kleinen Organismen. Diese zersetzen abgestorbenes Material wie Blätter, Wurzeln oder auch tote Tiere. Asseln und Springschwänze zerteilen größere Stücke. Fadenwürmer und Einzeller übernehmen kleinere. Bakterien und Pilze besiedeln das Material. Regenwürmer fressen, graben Gänge, düngen und lüften den Boden. So entsteht besonders fruchtbarer Humus, in dem für das Pflanzenwachstum wichtige Mineral- und Nährstoffe enthalten sind. Im Boden existiert ein Reich an oft mikroskopisch kleinen Organismen. Diese zersetzen abgestorbenes Material wie Blätter, Wurzeln oder auch tote Tiere. Asseln und Springschwänze zerteilen größere Stücke. Fadenwürmer und Einzeller übernehmen kleinere. Bakterien und Pilze besiedeln das Material. Regenwürmer fressen, graben Gänge, düngen und lüften den Boden. So entsteht besonders fruchtbarer Humus, in dem für das Pflanzenwachstum wichtige Mineral- und Nährstoffe enthalten sind. Im Boden existiert ein Reich an oft mikroskopisch kleinen Organismen. Diese zersetzen abgestorbenes Material wie Blätter, Wurzeln oder auch tote Tiere. Asseln und Springschwänze zerteilen größere Stücke. Fadenwürmer und Einzeller übernehmen kleinere. Bakterien und Pilze besiedeln das Material. Regenwürmer fressen, graben Gänge, düngen und lüften den Boden. So entsteht besonders fruchtbarer Humus, in dem für das Pflanzenwachstum wichtige Mineral- und Nährstoffe enthalten sind.